Kleines Konto, groß traden. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Tiatien und die meisten nennen mich JT. In diesem Video möchte ich dir gerne meine Erfahrungen übermitteln, wie ich mir mehrmals 5000 Euro zusammengespart habe, um mich im Bereich Trading weiterzubilden und es in der Praxis jetzt angehen würde, wenn ich nochmal 5000 Euro habe und ein kompletter Neuling wäre mit dieser Erfahrung. Bevor wir anfangen, muss ich dir noch was unbedingt sagen. Als allererstes, bitte gib uns ein Like für dieses Video sowie abonniere den Trading für Anfänger YouTube-Kanal. Und dann, was ich dir unbedingt sagen muss, ist Folgendes. Ich habe mir jetzt Instagram zugelegt und dort findest du ein kostenloses Tutorial, wie ich persönlich mir bequem ATAS einrichte und einen kostenlosen Datenfeed beantrage. Und wenn du mir dort folgst über Instagram, dann kriegst du von mir gratis meine 7 besten Erfahrungen aus dem Handel per PDF. Du findest mich unter Instagram unter jt.rong. So, weiter geht's mit diesem Video und da geht es dann wieder auf meinem Bildschirm. Hier siehst du, dass ich hier schon ein paar Trades gemacht habe und ich habe die für dich auf Video. Das gehen wir gleich durch. Als allererstes geht es hier um kleines Konto, groß traden und wie ich mit 5000 Euro als Anfänger es angehen würde. Wenn ich 5000 Euro habe, wie ich mich in Weiterbildung investieren würde und wie viel ich davon zur Seite legen würde zum Handeln und wie ich das auch noch mit dem Privatleben kombiniere. Und da kommen wir schon zu Punkt Nummer 1 und zwar das PL. PL, das meine ich nicht mit Plus und Loss, sondern mit PL meinte ich das Privatleben. Wenn es meinem Privatleben gut geht, dann geht es bei mir im Trading. So, plus geht es mir im Trading doppelt so gut. Und deswegen finde ich es wichtig, das Privatleben mit dem Trading zu kombinieren. Wenn ich 5000 Euro habe, die ich mir fürs Trading zusammengespart habe, dann sind die nur fürs Trading. Dann hat das mit dem Privatleben nichts zu tun, denn ich gehe davon aus, dass ich dann noch eine X-Summe nochmal separat zusammengespart habe, sodass es meinem Privatleben gut geht. Eins davon vom Mindset her wäre es zum Beispiel, auf was ich zum Beispiel sehr stark achte, dass ich ohne meine Haupttätigkeit, die ich ausführe, 6 Monate lang einen Ausfall haben kann und es mir dann erst nach den 6 Monaten wehtut, finanziell im Privatleben. Das finde ich ganz wichtig, vor allem wenn man noch Familie hat, das heißt Freundin, Frau oder halt sogar noch Kinder. Auch wenn man alleine lebt, in einer Wohnung zum Beispiel oder im Eigenheim, finde ich es auch wichtig, da auf das Privatleben zu achten und da nicht all in zu sein. Denn beim Trading geht es um Kapital, das weg sein kann. Es besteht die Möglichkeit, ich zum Beispiel habe mir am Anfang gesagt, dass ich in diesem Bereich All-In gehe, das heißt nur die 5000 Euro habe und das war ein Zeitpunkt, wo ich einfach daraus gelernt habe und deswegen finde ich es wichtig, diese 5000 Euro so anzuwenden, dass die auch geschützt sind quasi. Geschützt meine ich so, dass zum Beispiel ich sage mir, dass ich von den 5000 Euro 3000 Euro zur Seite lege als Handelskapital und diese 3000 Euro, die nicht anfasse, das heißt, dass die hier geschützt sind. So, wir können hier noch so einen Schlosskurs hinmalen, so soll ein Schloss sein, so, muss zu sein, so. Und dann 2000 Euro für Weiterbildung verwende. So, wenn die 2000 Euro für mich nicht ausreichen, so ist es, wie ich es jetzt machen würde, wenn ich 5000 Euro haben würde und mich der Komplettanfänger mit meiner jetzigen Erfahrung, dann würde ich diese 2000 Euro in Weiterbildung investieren und wenn es mir nicht ausreicht, dann würde ich noch von einer anderen Quelle würde ich nachsehen, wie ich mir noch mehr zum Investieren besorge. Und das Privatleben, das private Kapital, das lasse ich hier weg vom Trading-Kapital. Das finde ich sehr wichtig. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt noch 4 Stunden Abendszeit habe
dass ich dann mir zum Beispiel noch einen Nebenjob suche, wo ich mir dann in der Praxis um die 200 bis 300 Euro nochmal zusammensparen kann, mindestens. Und da dann die Augen, also die, wie soll man sagen, die Zähne zusammenkneife und zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr Nebenjobben gehe, um mir einfach mehr Kapital zusammenzusparen. 3.000 Euro würde ich zum Handeln mindestens verwenden. Also 2 bis 3.000 Euro. 3.000 Euro finde ich am besten, weil folgendes. Wenn wir mit 50 Euro anfangen, dann, beziehungsweise wenn ich mit 50 Euro anfange, dann habe ich das Problem, dass ich erstmal im CFD anfange. Im CFD, da muss ich mich dann auch nochmal richtig weiterbilden. Das heißt, wie ich zum Beispiel im CFD bestimmte Dinge anwende. Der CFD ist anders im Gegensatz zum Future und es sind Welten. Bin davon am Anfang davon ausgegangen, dass es ja ähnlich ist. Da kann ich ja jetzt mit 50 oder 500 Euro anfangen und dann hüpfe ich da einfach mal in den Future rein und mache da genauso weiter, wie es ist. Und da muss ich wirklich bei mir persönlich einen Strich dazwischen setzen, zwischen dieser Aussage, das ist wirklich was ganz anderes und deshalb kneife ich da lieber die Zähne zusammen ein halbes Jahr, bild mich dann da in ein direkt schon im, für den Future weiter, direkt in die Champions Liga, weil ich es dadurch sehr viel einfacher habe, mir Zeit und Nerven spare. Wenn wir uns das mal ansehen, wenn wir 50 Euro immer verdoppeln, mal 2, mal 2, mal 2, mal 2, mal 2, mal 2. So, jetzt sind wir hier bei 3.200 Euro. Dann, wenn wir uns das ansehen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechsmal haben wir das hier dann verdoppelt, um auf 3.200 Euro zu kommen. Jetzt kommt noch die Weiterbildung hinzu, sich dahin weiterzubilden, um auf diesen Standpunkt zu kommen, das Kapital versechsfacht zu haben. Und dann kommen wir auch noch dazu, die investierte Zeit, die Zeit, die man investiert hat, um das Kapital sechsmal verdoppelt zu haben. Und sich auch noch in dem Bereich weiterzubilden, wie man dieses kleine Konto sechsmal verdoppelt. Wenn wir jetzt 3.000 Euro nehmen und wir das sechsmal verdoppeln, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kommen 192.000 raus, wenn wir sechsmal verdoppeln. Und dafür bin ich bereit für dieses Kapital bin ich bereit, 4 Stunden oder 8 Stunden mehrmals mich hinzusetzen und mich weiterzubilden. Und deswegen finde ich es grundlegend für mich persönlich, direkt in den Future rein zu hüpfen. Kommen wir zu Nummer 2. Wie du gemerkt hast, ist es die Weiterbildung, auf die ich Wert lege. Nummer 2 ist die Weiterbildung. Und bei der Weiterbildung finde ich es wichtig, auf das Privatleben zu achten. Und das Privatleben, so, Weiterbildung, Privatleben ist gleich Handelszeiten plus Handelskapital. Dass ich mich auf Weiterbildung fokussiere, was ich auf meine Handelszeiten und Handelskapital fokussieren. Ich habe mir mehrere tausende Euros zusammengespart, um mich im Bereich Trading weiterzubilden. Und ich durfte als allererstes feststellen, dass ich mehrere tausende von Euros benötige, also hunderte von tausende von Euros, dass sich das für mich aus meiner Hinsicht rentiert. Und damit rede ich davon, dass wenn ich 3.000 Euro damit handeln würde, mit diesem System, was ich mir angeeignet habe, dass ich davon ausgehen würde, dass ich eher 50 oder 80 Euro im Monat oder in der Woche damit erwirtschafte. Wenn ich aus meiner Erfahrung jetzt mit 3.000 Euro handle, dann gehe ich persönlich mit meinem Mindset davon aus, dass ich mindestens 400 bis 800 Euro im Monat damit erwirtschaften möchte oder sogar bis zu 1.200 Euro. Aus meiner Hinsicht. Das ist etwas, ein Wert, den ich mir mental gesetzt habe. Und deswegen finde ich es wichtig, hier, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 3.000 Euro nur habe,
als Handelskapital, das ich hier als Ziel oder als Wert so, dass ich hier zum Beispiel mindestens 400 Euro damit erwirtschaften möchte für die investierte Zeit an Stunden und auch noch an Handelskapital, dass sich das überhaupt lohnt für meine 300, 3000 Euro. So, das andere ist dann noch die Handelszeiten. Für mich persönlich, jetzt kommt es darauf an, ob man dann, wie man beruflich tätig ist, ob man da Mittagszeit hat oder abends. Ich gehe da, also am Anfang war es bei mir so, dass ich eher nur Abendszeit hatte und da war es ab 20 Uhr. So, und dann bis 22 oder 23 Uhr. Und aus meiner jetzigen Erfahrung macht es Sinn, da zu handeln, zu diesen Zeiten zum Beispiel von 20 bis 22 Uhr. So, das wären so die Handelszeiten. Und sich dann zu informieren, erst draußen, großräumig, wo man sowas lernen kann, was zu den Handelszeiten und zu diesem Handelskapital passt, um das hier realistisch anzugehen. So. Dann, was noch zur Weiterbildung gehört, kommt noch 2.2. So, ist der simulierte Handel. So. Ich würde mir Weiterbildung suchen, wo ich simuliert handeln kann, wo ich nicht sofort gleich mit meinen 3000 Euro anfange. Ich finde es wichtig, meine 3000 Euro mehr abzusichern. Deswegen simulierte Handel, das heißt, nach Auswertung plus dann sagen wir objektiven Handel plus objektiven Handel zu traden. So. Auswertung meine ich folgendes, und zwar, dass man mit Auswertung objektiver Handel gehört zusammen, objektiven Handel. Das heißt für mich persönlich, dass ich das Ganze auch in der Praxis konsistent umsetzen kann über mehrere Monate hinweg. Ich möchte gerne, wenn ich nur 3000 Euro zur Verfügung habe zum Handel, möchte ich mindestens 3 bis 4 Monate konsistent handeln, also mich konsistent handeln sehen und auf ein Papier für mich persönlich, dass ich das Ganze dann erst dann, wenn ich sehe, dass ich 3 bis 4 Monate lang das erfolgreich nach meinen Kriterien umsetze in der Praxis, dass ich dann erst mich hier daran dann bediene. Das heißt, dass ich dann ab da erst dann ein Live-Konto eröffne. Live-Account. So. Hier sollte man so ein, das soll so ein Pfeil sein, soll das. So. Es gibt kostenlose Datenfeeds. Und wie ich dort einen beantrage, siehst du bei mir auf Instagram. Jetzt kommen wir zu dem Trade, beziehungsweise zu den Trades, die ich heute gemacht habe. Hier habe ich schon meinen ersten Trade gemacht. Ich bin ja da reingegangen nach bestimmten Kriterien von mir und ich finde, dass es ein super objektiver Trade ist für mich. Da hatte ich einen Stopp von 13 Ticks, also mal 5. Das sind 65 US-Dollar, das heißt so um die 69, also man kann gerundet sind es so 70 US-Dollar, die ich hier eingesetzt habe. Und hier hat es mich hier als allererstes, wie man hier sieht, bin ich hier reingegangen und da hat es mich dann ausgestoppt und zack ging es ab. So. Das war Nummer 1. Ich finde es wichtig, jeden Trade von mir, den ich mache, sehr qualitativ zu halten. Ich habe den ganzen Tag abgewartet. Das heißt, ab 1 Uhr da oben war ich ja schon mit dabei und habe mir das Ganze schon angesehen. Und das war dort schon die erste Gelegenheit, die ich hier gesehen habe. Hier aus dem 500-Tick-Chart sieht man zum Beispiel, wie er da schon zum Beispiel dieses Hoch da gebrochen hat. Links. So, dann bin ich hier nochmal reingegangen. Das war dann Trade Nummer 2. Nach meinen Kriterien. Und genau, und da war es dann ein Haufen Wartezeit. Und hier werde ich das Ganze mal beschleunigen.
kommt ein bisschen vielleicht ins Fiebern. Wenn du jetzt schon am Fiebern bist, dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen aus meiner Erfahrung, dass es noch intensiver ist, wenn man da mit Echtgeld drinnen ist. Es handelt sich ja um den Future und da handelt es sich ja um ein gehebeltes Produkt. Und da ist man dann auch mit mehreren Tausenden von Euros drinnen. Aber natürlich ist es auch gehebelt. Zum Beispiel im Crude Oil, wenn da der Preis zum Beispiel bei 60 ist, dann würde man dort per Positionsgröße mit 60.000 US-Dollar dabei sein. Das aber ein gehebeltes Produkt ist. Und dann vielleicht mit dem, wenn ich da nur 3.000 Euro dann haben würde mit diesem Handelskonto, dann wäre ich mit 3.000 Euro da drin mit einem Wert von 60.000 Euro. So, ich lasse persönlich meine Trades laufen. Wie lange er da rumtuckert bei meinem Einstieg und Zwischenstopp, das ist mir egal. Ich achte darauf, auf den Einstieg und auf den Ausstieg. Den Stopp lasse ich persönlich da, weil die Emotionen sehr stark sind und dadurch bin ich persönlich vernebelt. Deswegen gebe ich mein Bestes, durch diesen Nebel durchzusehen und meinen Ausstieg zu planen. Das heißt, entweder ich lasse mich ausstoppen oder ich ziehe Break-Even in seltenen Fällen oder ich achte auf den Ausstieg. Und das wirst du ja jetzt gleich sehen, wie ich auf den Ausstieg achte. Da bin ich schon mit dem Orderbuch am Arbeiten. So, jetzt zack, habe ich angeknabbert, fühle nicht, und jetzt da bin ich draußen. So, und das war auch schon der Trade. Im Crude Oil Future achte ich darauf, einen 4 bis 6 Tick Stopp zu haben. Per Tick sind das 10 US-Dollar. Im Mini Dow sind das 5 US-Dollar per Tick. Und dort achte ich darauf, einen 13 Tick Stopp ungefähr im Durchschnitt zu haben. Ich habe dir ja schon erzählt gehabt, dass ich mir Instagram zugelegt habe. Und dort siehst du von mir kostenlos, wie ich mir Atlas bequem einrichte. Wenn du weiteren kostenlosen Mehrwert haben möchtest, dann gehe auf Instagram unter jt.rong und folge mir dort. Du kriegst zudem meine 7 besten Erfahrungen aus dem Handel per PDF. Es ist kostenlos. Wenn du mich zudem weiterhin unterstützen möchtest, dann bitte gib diesem Video einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Vielleicht hört man oder liest man sich mal gegenseitig.